Du machst deine Notary wahrscheinlich komplizierter als nötig. Aber was ist, wenn ich dir sage, es gibt einen Workflow, mit dem du Pro-Level-Ergebnisse erzielen kannst, egal auf welchem Level du gerade bist. Und das mit nur 5 Notes. Du machst deine Notary wahrscheinlich gerade komplizierter als nötig. Aber was ist, wenn ich dir sage, es gibt einen Workflow, mit dem du Pro-Level-Ergebnisse zu jeder Zeit liefern kannst? Wenn du gerade erst mit DaVinci Resolve startest und beim Thema Notes direkt Panik bekommst, keine Sorge. In diesem Video zeige ich dir mein Basic Notary und wie du mit nur 5 simplen Notes dein Color Grading sauber, schnell und professionell aufsetzen kannst, ganz ohne Chaos. Und denk daran, dein Notary ist kein Kunstwerk und er soll einfach nur funktionieren. Ganz kurz, bevor wir jetzt loslegen, was sind eigentlich Notes? Notes sind im Prinzip nichts anderes als Ebenen in Photoshop, in Premiere Pro oder in anderen Schnittprogrammen. Nur etwas flexibler. Anstatt alles in einem großen Adjustment Layer zu machen, splittest du das eben auf. Eine Note für Weißabgleich, eine Note für Helligkeit, eine Note für Kontrast und so weiter. Einfach nur, dass du nicht den Überblick verlierst. Viele Tutorials da draußen zeigen dir 10, 15 oder noch mehr Notes, braucht aber kein Mensch, zumindest nicht am Anfang. Was du auf jeden Fall brauchst, ist Struktur und genau zu wissen, was du wo machst, und das zeige ich dir jetzt. So, starten wir mal direkt rein. Ich habe hier 2 Clips vorbereitet, 1 und 2, die ich jetzt letztes Wochenende aufgenommen habe. Und wir haben hier schon direkt von Anfang an eine Note. Zu dieser Note werde ich jetzt 5 weitere hinzufügen, sodass wir am Schluss 6 Notes haben. Die splitten wir auf, einmal hier drunter, und benennen sie direkt um. Dazu einfach C drücken oder Rechtsklick Note Label. Die erste Note wird unsere Denoise Note. Die zweite Note ist unsere White Balance. Die dritte Note ist unsere Exposure Note, wo wir alle Belichtungseinstellungen machen. Die vierte Note ist unsere Correction. Die fünfte Note wird unsere CST. Und die letzte Note unseren Look, wo wir unsere finale LUT draufpacken. Fangen wir mal hier an. Da gehen wir unter Effekte, suchen erstmal den Color Space Transform und ziehen den hier drauf. Ich habe alles in Sony mit S-Log3 gefilmt. Da stellen wir das Ganze mal kurz ein. Output Rec. 709. Und da ich auf Mac arbeite, Rec. 709A als Output Gamma. Jetzt siehst du, wir haben unser Log-Footage schon transformiert in einen Rec. 709 Farbraum. So, das sind jetzt erstmal unsere ganzen Notes. Mehr wirst du in 90% der Fällen, sage ich mal, nicht brauchen. Und das Gute ist, dass wir alles so einzeln aufsplittern können in Notes. Du kannst jedes Note, wie du willst, aktivieren und deaktivieren und genau bestimmen, wo du was machst, so hast du am Ende keine Verwirrung. Hier haben wir ja schon unser Color Space Transform hingepackt und wir wollen jegliche Einstellung machen, bevor wir in den Rec. 709 Farbraum springen und anschließend nur noch ein paar, ich sag mal, feinere Adjustments zu machen, wie zum Beispiel unseren Final Look oder sonst noch irgendwelche Effekten oder Masken, um das es jetzt aber gar nicht geht. Das Wichtige ist halt, dass wir das davor machen, weil so haben wir den Vorteil, in einem großen Farbraum zu arbeiten und es stehen uns viel, viel mehr Informationen zur Verfügung, anstatt wir nach dem Color Space Transform in einem Rec. 709 Farbraum zu arbeiten, was wir nicht wollen, weil dann gehen uns sehr, sehr viele Bildinformationen verloren und somit machen wir alles davor. Das hier sieht für mich gar nicht mal so schlecht aus in der Belichtung. Das heißt, hier muss ich in meiner Exposure Note wahrscheinlich nicht viel machen. Ich würde ein bisschen mit den Schatten runtergehen und vielleicht einen Tick in der Helligkeit hochgehen. Ja, so sieht das Ganze doch schon gut aus. Was ich bei der Weißabgleich-Einstellung gerne mache, Rechtsklick, dann gehen wir auf Gamma und gehen auf Linear. Dann nehmen wir hier die Pipette und suchen uns eine weiße Stelle. So haben wir einen perfekten Weißabgleich und noch etwas genauer, als würden wir den Gamma in der Note nicht ändern. Dann gehen wir hier mal auf Look, navigieren zu unseren LUTs. Bei den Clips weiß ich jetzt zum Beispiel, SS funktioniert ganz gut. Emula wird auch nicht so schlecht aussehen, aber da müssen wir die Belichtung auf jeden Fall runter machen. Interlagos gefällt mir hier nicht so, da das Grün sehr, sehr braun wird in diesem Bild. Lusail ist zu kühl, Misano ist way too punchy, also gehe ich mal für SS. Es gefällt mir ganz gut und ich muss schon ehrlich sagen, auch der Weißabgleich gefällt mir gut. Hier in dem Correction Note passe ich gerne die Hauttöne an,
und vielleicht noch ein paar andere Farben. Dazu benutze ich gerne hier auf dem zweiten Punkt das Color Slice Tool und da haben wir hier die Skin Tones auch schon vorgefertigt. Was wir jetzt auch noch machen können, ist von der Waveform auf die Vectorscope gehen und da haben wir hier schon unsere Linie für die Hauttöne. Wir können hier auf die drei Punkte gehen, Display Qualifier Focus und wählen hier unseren Qualifier aus und hier können wir zum Beispiel drüber hovern, dann sehen wir auch ganz genau, wo unsere Skin Tones liegen. Nachdem hier sieht es ganz gut aus. Was ich noch finde, wir haben auf jeden Fall einen Tick zu viel Sättigung in den Hauttönen drin, besonders in Gerrit seinen Beinen. Also gehen wir hier einen Tick runter. Ja, das gefällt mir schon viel, viel besser. Sieht viel, viel natürlicher aus. Mit der Density auch noch ein Stück runter. Jetzt können wir hier zum Beispiel unser Vorher-Nachher sehen. Und das gefällt mir auf jeden Fall schon viel, viel besser. Und jetzt sehen wir auch hier wieder, wenn wir hier drüber hovern, wir haben nicht mehr so einen großen Ausschlag. Was bedeutet, dass wir wieder etwas weniger Sättigung in der Haut haben. Und somit für mich das Ganze natürlicher aussieht. Hauttöne mache ich persönlich viel einfach nach Gefühl und nach dem Auge tatsächlich. Und nehme diese Linie hier quasi nur als Anhaltspunkt. Wir können hier noch auf das Highlight-Tool klicken. Und da sehen wir auch ganz genau, welche Farben wir auswählen. Alles, was nicht ausgegraut ist, bearbeiten wir. Jetzt können wir nochmal kleine Feinadjustments machen. Vielleicht einen Tick noch hier die Highlights hoch. Schatten vielleicht noch ein bisschen runter. Was wir jetzt noch im Korrektor machen können, ist hier wieder auf unsere Curves gehen. Luminance versus Saturation auswählen. Dann können wir hier zum Beispiel auf eine relativ dunkle Stelle klicken. Und alles, was schwarz ist, quasi entsättigen, so dass wir wirklich ein reines Schwarz haben. Das Ganze können wir jetzt auch noch beim Weiß machen. Auch wieder hier mit dem Qualifier drauf und einfach die Weißtöne auch ein bisschen entsättigen. Somit würde ich sagen, haben wir ganz schlichte Anpassungen in der Correction gemacht, so wie ich es mir auch gedacht habe. Und somit sind wir jetzt am fertigen Look angekommen, würde ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was wir hier jetzt noch machen können, ist quasi eine sechste Note, wenn wir darauf Lust haben. Suchen wir unseren Filmlook Creator und machen Color Blend Off, Filmlook Blend Off, Grain möchte ich nicht haben, Flicker möchte ich nicht haben, das auch nicht. Und dann können wir hier noch eine kleine Vignette hinzufügen. Ganz, ganz leicht, was uns den Fokus wieder ein bisschen in die Mitte aus Bild führt. Jetzt können wir hier noch etwas Halation hinmachen, dass wir einen kleinen Bloom haben. Aber ich mache die Sättigung da gerne weg, weil ich mag nicht diese roten Stellen, die da immer kommen. Deswegen mache ich die Sättigung ein bisschen weiter runter und füge noch ein bisschen Bloom hinzu, was dem Bild, denke ich mal, ganz gut tut. Wenn ihr jetzt alles zum Beispiel kopieren möchtet, einfach alles auswählen, Command-C. Wichtig, auf den neuen Clip wirklich hier drücken und auswählen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Ctrl-V und da haben wir jetzt wieder unseren fertigen Clip. Was ich hier auf jeden Fall machen würde, ist unsere Exposure-Einstellungen zu resetten, bisschen anzupassen, vielleicht einen Tick die Belichtung hoch, die Highlights wieder einen Tick runter, dann sieht das Ganze auch schon wieder echt gut aus. Und so einfach haben wir mit 5 kleinen Notes, hier im Prinzip haben wir jetzt 7 Notes durch unseren Glow. Wie gesagt, dieser ist optional und die erste Note macht er immer selber. Den benutze ich aber immer als Denoise, weil du sollst einen Denoise immer als erste Note machen, so dass du in einem cleanen Bild arbeitest. Wenn du jetzt einen Look gefunden hast, der dir gefällt oder du einfach deinen Note Tree abspeichern möchtest, kannst du ganz einfach auf das Bild klicken, Rechtsklick und Grab Still machen. Dann findest du das hier oben links in der Galerie. Da hast du quasi dein Grading. Wenn wir hier dann zum Beispiel wieder alles löschen, können wir das einfach hier drauf packen und haben wieder alles so wie es davor war. Was ich auch noch gerne mache, je nach Clip und Umgebung, wenn dir dein Look zum Beispiel zu krass ist, dann kannst du hier zum Beispiel auf den Keyer gehen und den Key Output einfach
runterschrauben. So bekommst du deine Überlagerung von dem Node runter und es ist nicht mehr ganz so krass. Ich hoffe, ich konnte dir die Angst vor der Node-Struktur etwas nehmen. So schwer ist es gar nicht, man muss nur einmal wissen, wo man anfängt. Wenn dir das geholfen hat, lass doch bitte ein Like da und abonniere den Kanal. Und schreib mir doch gerne in die Kommentare, wenn du mehr von diesen Tutorials möchtest. Vielleicht gerne was zu komplexeren Node-Trees mit Masking und so weiter und so fort. Lass es mich gerne wissen, aber alles weiter im Stil clean, verständlich und effizient. Und wenn du meinen Look feierst, das sind LUTs aus meinem LUT-Pack. Den Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung unten, falls dir das gefällt. Also check dir gerne mal ab, die sind gebaut für einfache Workflows, wie du es auch hier gesehen hast. Kein Overkill, sondern echte Praxis. Bis dahin, viel Spaß beim Gradern und wir sehen uns beim nächsten Mal.